Hallo YouTube-Freunde, ich bin's mal wieder, euer Nicktronic. Nach längerer Auszeit, hatte viel mit der Uni zu tun, wollte ich mal ein kleines Update zeigen zu meinem Projekt LED Strip Controller. Also nicht, dass ihr das Gefühl kriegt, ich hätte das Projekt irgendwie aufgegeben oder so, tut mir echt leid. Es hat sich schon einiges getan, wie man jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen sehen kann. Die Strips sind alle schön am Leuchten, ich habe da auch schon ein ganz cooles Programm integriert. Im Moment habe ich drei verschiedene, die werden noch ein bisschen erweitert, bis das Ganze dann aktiv installiert wird. Und ich habe hier auch schon so eine kleine Tastatur dazu, komme ich gleich noch im Detail, mit dem ich das Ganze dann steuern kann. Also wie gesagt, das ist heute jetzt kein großartiges Tutorial-Video oder so, sondern nur eben ein kleines Update, wie der Stand ist. Gut, viel Spaß. So, hier ist dann also wieder die aktuelle Version des LED Strip Controllers. Ich habe da noch mal ein paar kleine Änderungen machen müssen. Zum einen, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich hatte ja hier vorgesehen, große MOSFETs anzulöten. Es hat sich dann aber ergeben, dass sie sich überhaupt nicht eignen, weil die eine zu hohe Schwellenspannung haben. Also die liegt so ungefähr bei 4,5 Volt. Ich steuere hier aber mit meinem Mikrocontroller nur bei 3,3 Volt an. Und das Resultat war, dass sie teilweise überhaupt nicht funktioniert haben oder sehr heiß geworden sind. Also bin ich wieder zurück zu den kleineren, die ich ursprünglich hatte. Die sind jetzt hier auf der Unterseite angelötet. Weiß nicht, ob man das jetzt hier irgendwie erkennen kann. Also hier, da sind immer so kleine Drahtbrücken von, muss ich gerade mal gucken, von der Gate-Leitung. Die gehen dann hier in den kleinen MOSFET rein. Und an den anderen beiden Pins sind dann eben entsprechend Source und Drain angebracht. Ansonsten habe ich hier als Änderung noch eine Kleinigkeit, und zwar diesen Kondensator hier. Das ist ein, ich glaube, 1000 Mikrofarad, also ein Millifarad. Das ist schon ein ganz ordentlicher Brocken. Den hatte ich noch im Keller, weil ich der eigentlich mich bei der Bestellung vertan habe. Ich wollte eigentlich, glaube ich, 100, na, nee, ein Mikrofarad haben. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass im Warenkorb dann auf einmal 1000 Mikrofarad Kondensatoren gelandet sind. Ist aber auch nicht schlimm, weil gerade hierfür sind die perfekt gedacht. Ich hatte halt das Problem, wenn ich hier meine PWM am Laufen hatte, dass irgendwas gefiept hat. Ich hatte ja also so ein richtig hochfrequentes, nerviges Piepsgeräusch. Ich hatte mal das gedacht, das käme von meiner Platine, weil ich hatte ja ziemlich viel solche Drahtbrücken da dran löten müssen, dass es daran liegt, aber es hat sich dann ergeben, dass es gar nicht an meiner Platine lag, sondern am Netzteil. Und ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich habe hier ungefähr bei 8 Kilohertz meine PWMs von mehreren Kanälen. Die werden ja einfach verstärkt. Und da ergibt sich natürlich in der 12-Volt-Leitung, in der Gleichspannungsleitung, eine ziemlich starke Noise, die halt durch diese 8 Kilohertz erzeugt werden. Und das Problem ist, dass ich halt ein recht günstiges Alternativ-Laptop-Netzteil habe. Und das scheint keine gute Pufferung zu haben. Und deswegen haben da halt wahrscheinlich dann die internen Spulen irgendwie angefangen zu vibrieren. Damit, also eine ganz leichte Lösung, um dem abzuhelfen, ist eben selber einen kleinen Puffer zu verlöten. Und das ist halt eben dieser Kondensator hier. Den habe ich also einfach zwischen der +12-Volt-Leitung, die vom Netzteil kommt, und Ground festgelötet, ziemlich hier in der Nähe von den Ausgängen. Und da drin kann ich jetzt quasi Energie speichern. Na, das kann man sich halt vorstellen, irgendwie wie so ein Silo oder eigentlich besser so ein Tank, der permanent mit Wasser gefüllt wird und unten wird dann Wasser entnommen. Und wenn man jetzt halt so unregelmäßige Ein- und Ausfüll Vorgänge hat, also sagen wir mal zum Beispiel, wir kriegen oben konstant eine gewisse Menge Wasser eingefüllt, führt, aber unten wird halt nur ab und zu mal eine größere Menge ja, wie soll man sagen, abgefüllt und dann der Hahn wieder zugedreht. Und dadurch ergibt sich halt, dass der Wasserspiegel immer so ein bisschen steigt und sinkt. Ja, oder so ähnlich kennt man das vielleicht auch von Audio-Streams, ja, so Internetradio. Da wird auch erst ein bisschen gepuffert, weil die Internetverbindung ja auch nicht konstant durchgehend gut ist. Kann ja sein, dass man mal zwischendurch was runterlädt oder generell einfach die Internetverbindung mal kurz sich unterbricht. Und damit man dann halt nicht immer so ein Stocken hat, wird halt eben ein gewisser Teil vorgepuffert
Und dieser Puffer muss halt erst komplett leer laufen, bevor die Musik aufhört. Ja, nach dieser Lösung hat sich halt ergeben, dass jetzt das Piepsgeräusch komplett weg ist. Ich habe jetzt das Signal noch nicht genau gemessen, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch recht gut rausgefiltert wurde. Ja, und deswegen ist da jetzt halt dieser Kondensator noch mit angebracht. Ja, sonst habe ich jetzt hier noch an diesem Stecker, gut, diese zwei gelben Drähte sollen wir mal ignorieren, die habe ich jetzt, um das Debouncing zu messen, dazu kann ich auch noch ein bisschen mehr erklären beim nächsten Mal, habe ich die da angebracht, aber im Grunde genommen habe ich jetzt hier einfach provisorisch mal so eine kleine, so ein kleines Mäuseklavier gebastelt, so eine kleine Tastatur. Ja, das sind also fünf Taster. Hier zwischen die Widerstände, das sind Pull-ups. Also ich gehe hier mit 3,3 Volt von der Platine hier ran. Gehe durch diese Widerstände durch zu den Tastern und wenn ich die Taste drücke, wird das Signal, das zum Mikrocontroller geht, mit Ground kurz geschlossen. Das heißt, wir gehen also vom hohen Spannungspotenzial beim Drücken auf Ground. Das heißt, wir haben eine fallende Flanke und die wird dann vom Controller aufgegriffen. Dadurch benutze ich die vom STM32 verfügbaren XT. Ja, das sind die External Interrupts. Davon hat der tatsächlich, ich glaube, 16 verschiedene. Das heißt, im Prinzip kann man eigentlich jeden IO-Pin benutzen und den mit diesem XT verbinden, um einen Interrupt auslösen zu können. Und das ist halt eigentlich perfekt. Ich habe jetzt dann also im Prinzip fünf, nee, Moment, drei verschiedene Interrupt-Routinen. Also ich benutze von diesen fünf Tastern, benutze ich alle fünf. Ich habe, Moment, jetzt muss ich nochmal nachdenken, vier, genau, vier Interrupt-Routinen. Und die vierte, die behandelt zwei Taster gleichzeitig. Also das ist halt irgendwie da so gelöst, dass XT 0 bis 5 sind einzelne Interrupts und die nächsten von 5 bis 9 und von 10 bis 15 werden zusammengenommen. Das heißt, da wird dann also eine Routine für alle fünf Eingänge sozusagen ausgelöst. Und dann kann man eben durch das Statusregister auslesen, welcher von denen nun ausgelöst wurde und entsprechend dann Code schreiben. Ja. So viel dann zu der ganzen Theorie. Ich mache jetzt hier mal meine Lampe aus, damit man das gleich ein bisschen besser erkennen kann. Also ich habe jetzt hier einmal einen Stripe, das ist der, der kommt dann nachher unten an die Fußleiste. Das ist nämlich ein bisschen älteres Modell, das kann man hier sehen. Das sind so einzelne LEDs. Jede von diesen LED ist eine Farbe, also rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, grün, blau. Und hier zwischen sind dann halt die Vorwiderstände und die Leuchtkraft ist auch nicht ganz so stark. An dem Kanal 1 ist dann der etwas modernere Strip. Der hat schon diese 50-50 RGB-LEDs, die deutlich heller sind und wo eben alle drei Farben sich in einem Gehäuse befinden. Und zu allerletzt, hier habe ich dann noch den weißen Stripe. Der ist dann quasi für die Kochplatten- und Spülenbeleuchtung. Das sind jetzt also diese drei Streifen, die ich habe. Und wenn ich jetzt hier meine Tastatur hernehme, das ging ja auch alles über Bluetooth, das habe ich ja, glaube ich, im letzten Video schon kurz demonstriert. Ich habe jetzt also hier die Möglichkeit, wenn ich den Taster drücke, dann sieht man, wie hier quasi das Licht angeht. Das ist jetzt das erste Programm, das ist einfach ein Farbübergang. Also ich habe im Code eine kleine Änderung gemacht. Es gibt ja dieses RGB-Farbspektrum, wie man es halt kennt, rot, grün, blau, wo man eben für jede Farbe den einzelnen Helligkeitswert einzeln einstellen kann. Aber es gibt noch andere Farbräume. Und ich habe den sogenannten HSV-Farbraum gewählt, also Hue, Saturation und Value, glaube ich, weil der ist für den Menschen ein bisschen besser nachvollziehbar, würde ich mal behaupten. Und zwar ist das so, die Farben werden alle in einem Farbrad gezeigt. Ich kann das später auch nochmal kurz auf Wikipedia zeigen, das ist da ganz nett erklärt. Also Hue ist ein Farbrad, das ist so ein bisschen wie beim Regenbogen. Ja, also das fängt an bei Rot, geht dann so langsam ins Grün über und dann zuletzt in Blau und von Blau dann wieder zu Rot. Und das sind dann diese 360 Grad im Prinzip. Und deswegen kann ich jetzt halt einen Zahlenwert auswählen zwischen 0 und 360 und kann dann entsprechend die Farbe auswählen, die sich auf diesem Farbrad befindet. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, ich will den Wert 50 oder 60 und dann habe ich so ein schönes Orange zum Beispiel. Ja, es ist eigentlich auch viel einfacher, als jetzt einzeln zu sagen, rot, volle Kanne und so viel Grünanteil, damit sich dann daraus irgendwie ein Orange dann ergibt.
Als nächstes Saturation ist dann die Sättigung, das heißt, da haben wir einen Float-Wert von 0 bis 1. Bei 1 wäre es dann eben einfach nur die reine Farbe und wenn es Richtung 0 geht, geht es halt immer mehr ins Weiß. Dadurch kann man halt ja die Sättigung der Farbe einstellen, beziehungsweise ob man jetzt eher zum Beispiel ein helles oder ein dunkles Orange haben will. Ja, und das letzte ist dann Value, das ist einfach nur ein Helligkeitswert. Das ist auch sehr praktisch, weil man kann durch diesen Zahlenwert dann einfach die Helligkeit als Zahl angeben und dieser Algorithmus berechnet dann für jede einzelne Farbe, wie sie in der Helligkeit sich ändern müssen, damit die Farbe halt nachher noch gleich bleibt. Das wäre so eigentlich viel komplizierter, wenn wir jetzt hier zum Beispiel so ein Lila haben, ja, so ein Violett, und ich will das halt ein bisschen dunkler machen, dann müsste ich halt Rot und Blau gleichzeitig ein bisschen runterstellen. Kompliziert wird es halt, wenn die Farbwerte unterschiedlich sind, also mehr Rotanteil als Blau. Wenn man das Ganze dann linear beide runterstellen würde, dann wäre Blau irgendwann aus und man hätte nur noch ein dunkles Rot. Ja, und bei diesem Value, bei diesem also bei diesem Algorithmus von dem HSV wird das eben halt vorberechnet, dass man halt wirklich nur noch die Helligkeit angibt und der macht das also automatisch. Und auf die Art und Weise funktioniert das jetzt hier. Also das ist eben, wie gesagt, dieser Farbübergang, dass ich einfach nur in diesem Farbrad einmal im Kreis gehe. Das ist halt dann auch wieder das Gute. Ich kann einfach nur einen Zählwert nehmen, der einfach hochzählt bis 360 und dementsprechend ändert sich die Farbe. Vorher habe ich das viel komplizierter machen müssen. Ich habe zum Beispiel gesagt, erst rot hoch, wenn rot ganz oben ist, dann langsam grün hoch. Dann rot wieder runter, dann blau hoch, ja, aber so mit diesem Farbrad ist es eben einfach viel einfacher nachher. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt auf jeden Fall der Knopf Nummer 1. Wenn ich jetzt Knopf Nummer 2 drücke, dann geht hier die zweite Lampe an. Ich versuche das mal hier irgendwie zu zeigen und man sieht jetzt hier eigentlich schon, dass das einfach viel heller leuchtet. Und ja, jetzt läuft das halt da. Die sind unabhängig voneinander, das heißt, der hier, der geht weiter, der ist jetzt mittlerweile schon so ungefähr bei Türkis angekommen. Und der hat jetzt hier neu angefangen mit Rot. Ich zeige jetzt hier mal das zweite Programm mit der helleren Leiste. So, und zwar hier. Da gehe ich folgendermaßen vor. Ich sage Helligkeit voll, also Value geht auf 1 und H und S-Wert werden zufällig generiert. Dadurch ändert sich dann einmal die Farbe und die Sättigung. Und das Ganze alle 5 Sekunden. Also wenn der jetzt hier gerade nicht hängen geblieben ist, wird man das gleich sehen, dass sich da die Farbe ändert. Aber ich glaube, der ist irgendwie hängen geblieben. Das ist also noch ein bisschen Software-Bug. Ich schalte die beiden erstmal wieder aus. So, und jetzt zeige ich nochmal an dem zweimal drücken. Gehe ich jetzt Programm Nummer 2. So, und hier sieht man jetzt langsam diesen Übergang. Ja, wir sind gerade von Rot bis nach Blau ungefähr gegangen. Und die Sättigung, die ist jetzt gerade ziemlich niedrig. Deswegen geht das hier eigentlich schon fast Richtung Weiß. Obwohl, das kann man jetzt in der Kamera nicht so gut sehen. Das ist jetzt mehr so ein helles Rot gewesen. Jetzt sind wir hier bei so einem Blau-Türkiston. Einen warten wir noch ab. So, da sind wir jetzt wieder bei was Rotem oder ja, Pink ist es eigentlich schon fast. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Und das kann man mit dem zweiten Streifen auch machen. Also auch zweimal drücken und dann macht er hier seinen Wechsel. Und ja, man kann das jetzt hier in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber die Farben, die sind jetzt hier einzeln. Also hier ist Grün, Rot und Blau. Ne, und so geht das die ganze Zeit. Und der letzte Modus, den ich habe, das ist Modus Nummer 3, der macht das gleiche, nur ohne diesen sanften Übergang, der wechselt einfach. Ne, also alle 5 Sekunden ändert sich hier die Farbe. Ja, das wäre eigentlich schon alles zu den RGBs. Da kommen nachher natürlich noch einige mehr Programme. Ich will das Ganze auch synchronisieren. Das heißt, dass beide Streifen den gleichen Zufallswert benutzen und dann eben auch gleichzeitig die Farbe wechseln. Jetzt im Moment ist es halt so, dass die Farbwerte unterschiedlich generiert werden und auch der Wechsel unterschiedlich ist, je nachdem, wann ich eben diese Taste gedrückt habe. Was jetzt noch übrig bleibt, ist Weiß. An Weiß habe ich jetzt noch nie so sonderlich viel gemacht. Dafür sind die zwei unteren Tasten hier. Wenn ich jetzt hier links drücke, dann geht einmal das Licht einfach an. Und wenn ich rechts drücke, geht es wieder aus. Das ist eigentlich alles. Natürlich auch wieder in so einem schönen, smoothen Übergang. Nachher möchte ich das gerne so haben, dass die linke Taste an und aus ist, also einmal drücken an, nochmal drücken aus. Und die rechte Taste, da kann man dann zwischen drei verschiedenen Helligkeiten wählen. Das fände ich dann wahrscheinlich ein bisschen intelligenter. So, die rechte obere Taste, die habe ich jetzt noch nicht erklärt. Die habe ich jetzt so programmiert, dass einfach alle RGB-Streifen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Also wenn ich jetzt hier drücke, geht es einfach aus.
Und dann kann ich hier einzeln auch wieder anschalten. Aus und der zweite, den man jetzt wahrscheinlich im Video wieder nicht sehen kann, das ist hier. Zack, zack und aus. Ja, das wäre es dann alles soweit. Ich glaube, dieses Farbrad zeige ich jetzt auch nicht mehr, weil das Video ist schon wieder ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, das Update hat euch ein bisschen gefallen. Also ich habe gesehen, dass meine Abonnentenzahlen am explodieren sind. Ich bin beeindruckt, weil ich habe ja jetzt seit September kein Video mehr hochgeladen, aber trotzdem ist meine Zahl gestiegen. Ich bin jetzt schon bei 237 und ich freue mich natürlich weiterhin, dass euch das interessiert und freue mich über eure Kommentare, eure Daumen und natürlich auch auf weitere Abonnenten. Ja gut, das war jetzt eben wie gesagt nur ein kleines Update. Der nächste Punkt in meiner How-To-Liste, ich habe ihn gar nicht mehr im Kopf, ich glaube, das war dann auch im Endeffekt die Installation und der Test. Deswegen werde ich euch zwischendurch einfach nur Updates zeigen von diesem Projekt. Das heißt, das war jetzt der aktuelle Stand von November. Und ja, wahrscheinlich in 1 oder 2 Wochen kann ich dann ein neues Video zeigen, wo ich dann die neuen Programme zeige, die neuen Tasten. Bluetooth natürlich, ganz wichtiges Thema. Ich bin ja auch gerade dran, eine kleine Android-App zu programmieren. An der bin ich aus Zeitgründen jetzt noch nicht weitergekommen. Auch das wollte ich euch natürlich dann nicht vorenthalten. Also da könnt ihr euch in Zukunft noch auf weitere tolle Videos freuen. Ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr vielleicht Anregungen habt, also ich höre mir da gerne auch Vorschläge an, ja, schreibt gerne in die Kommentare. Also gerade was hier zum Beispiel solche Farbübergangsprogramme angeht, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig kreativ. Da wäre es natürlich super, wenn ich von euch ein paar lustige, interessante, ja, Tipps kriegen könnte. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, dürft ihr das natürlich auch gerne stellen. Die Codes, Konzepte, Eagle-Layout und so weiter, die kommen dann auch auf die Homepage, sobald ich überzeugt bin, dass ich sie für euch freigeben kann. Also wie gesagt, das ist ja jetzt quasi schon die Revision 2 von meinem Board und die ist immer noch nicht perfekt. Wie gesagt, die MOSFETs waren blöd, die anderen waren besser. Da hätte ich quasi jetzt eine Kombination aus dieser Version und der vorherigen Version nehmen sollen. Dann wäre es die perfekte Platine geworden. Also da werde ich auch noch mal ein drittes Redesign machen, wenn das Ganze dann fertig lauffähig ist. Und dann könnt ihr euch das gern nachbauen, wenn ihr möchtet. Ja, soweit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Nicktronic.